Danny Bühlkamp. Ach, passt ungenau. Und so kann sich Weißwasser erst einmal befreien. Jawohl, Teilwissert kann aber an der roten Linie schon wieder aufnehmen. Die Eispiraten wechseln. Alexander Höller hätte schießen können, schießt aber nicht. Wissert schießt auf den Tormann. Und da! Abpraller! Höller im Nachsitzen. 1:0 für die Eispiraten. Ja, den ersten Schuss, den konnte Vollen noch halten, ließ prallen und Höller nutzt die Chance ins obere. Jetzt hat die Scheibe ebenfalls verloren. Martin Heinisch spielt jetzt in der Reihe mit Matthew Voigt zusammen und Erik Lempi. Oh, das war doch heftig attackiert. Und der Lukas Potzivil, der nimmt die Sache doch ziemlich ernst hier zu Beginn des dritten Drittels. Ich weiß nicht, was da gewesen ist. Matthew Voigt geht da noch zum Klären hin. Er hat es voll auf Erik Lempi eingeschossen und er ist immer noch nicht zu beruhigen. Wer weiß, was da gewesen ist. Er feuert noch seine Fans an. Und er geht auch mal raus auf die Bank. Schön geklärt, Scheibe geht raus und Weißwasser muss erstmal zurück. John Tripp jetzt mit Schussversuch aufs Tor, wird abgefälscht. Und Tor! Daniel Bucheli durch die Beine von Fallen. Unglücklich für den Tormann. In den letzten Spielen macht er immer sein Tor. Lempi, Büka, der spielt wieder tief. Matthew Voigt noch nicht in der richtigen Position gewesen. So geht die Scheibe verloren. Lempi kann sie erneut zurückerobern. Jetzt gute Aktion der Eispiraten. Tor! Super Aktion, muss man sagen. Da haben sie jetzt die Lausitzer Füchse richtig ausgespielt. Voigt letzten Endes lenkt die Scheibe ins Tor. Vorlage kam von Büka. Gerd, so kann er sich nicht so durchsetzen wie oft. Florian Lüsch war es, der da die Scheibe in unser Drittel getragen hat, aber jetzt die Eispiraten und Tor! Aus dem Nichts! Muss man wirklich sagen, John Tripp! Wahnsinnstor! Den hat keiner gesehen. Erst als er zurückkam. Vielleicht doch etwas zu langsam. Alexander Höller und Bucheli vor dem Tor. Und die Zeit wird runtergezählt. Und die Zeit ist runtergelaufen. Man geht zurück zum Tormann. Und beglückwünscht Rhein-Nahe zum Shutout, zum zweiten in dieser Saison. Die Eispiraten schlagen im Sachsen-Derby die Lausitzer Füchse mit 4:0. Ja, herzlichen Glückwunsch an das Team von Chris Lee und